Bestes Wetter in Hamburg. Willkommen zu einem neuen Food Diary. Jetzt gibt es leckere vegane Alltagsküche. Wir legen los. Guten Morgen. Heute sieht mein Frühstück so aus. Ich habe hier zwei Dinkeltoast mir geröstet und darauf habe ich so einen gegrillten Paprikaaufstrich und ein bisschen Gurkenschnitzel. Und dieser Aufstrich, das ist dieser hier von Green Heart. Den finde ich richtig, richtig lecker. Ich habe nicht immer Lust auf den, aber sehr oft. Und den habe ich jetzt eingekauft. Der ist wirklich sehr lecker. Hier kommt gleich mein Kaffee. Ach Mensch, ich könnte ja auch mal Ordnung halten, ne? Schaffe ich aber irgendwie nicht. Und das sieht lecker aus. Also wird jetzt gefrühstückt. So, ich bin hier gerade am Kochen. Was es gibt, verrate ich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich eingelegte Paprika grob geschnitten, ein paar Lauchzwiebeln und mehr verrate ich nicht. Ihr habt ja schon den Reis gesehen und was es gibt, das zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall ist es ein schnelles Essen, weil ich habe jetzt echt lange das Video geschnitten und ich habe heute noch viel zu tun und ich habe auch noch Stalldienst. Das passt alles gerade nicht so. Deswegen gibt es ein schnelles, tolles Mittagessen und was es gibt, zeige ich dir jetzt. So, das liebe Essen ist fertig. Und zwar habe ich mir ein rotes Curry gemacht. Richtig, richtig lecker. Mit etwas Kokosmilch, mit ein bisschen Hafersahne. Ich habe das alles ordentlich runter reduziert. Ein bisschen ja, Frühlingszwiebeln angebraten. Und eingelegte Paprika hatte ich noch und ich hatte gar nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Hier habe ich vollkommen Basmati-Reis gekocht. Und das ist ein absolutes Resteessen eigentlich. Aber mir fällt immer irgendwie was ein. Richtig, richtig lecker. Das drehe ich auch nochmal ab, würde ich sagen. Ich hoffe, ich komme dazu. Ansonsten ist es ein richtig tolles, leckeres Essen. Ja, ist natürlich auch vegan und man braucht gar nicht viele Zutaten. Richtig toll, ist ein bisschen ein tomatiges Curry, aber ich finde es total klasse. Auch mal mit einem eingelegter Paprika, sehr intensiv im Geschmack. Vor allem hatte ich jetzt gar nicht mehr so viele frische Sachen da, das ist manchmal so. Und deswegen finde ich diese eingelegte Paprika, ich hatte noch zwei Frühlingszwiebeln, Reis natürlich und so ein bisschen Dosentomate, Hafersahne, Kokosmilch und Currysachen und so. Aber so viele frische Sachen sind da jetzt gar nicht drin. Eingelegte Paprika aus dem Glas lässt sich super lagern, auch wenn du ein paar Vorräte ja, dir anschaffen möchtest. Und die Frühlingszwiebeln hatte ich noch. Wie gesagt, heute kommt im Laufe des Tages noch die Bio-Kiste, da bin ich wieder up to date. Aber jetzt wird richtig lecker gegessen. Ich bin zufrieden. Also hier jetzt nochmal ein kurzes Feedback mitten beim Essen. Richtig, richtig lecker. Ich finde, es ist sehr, sehr gut gewürzt, obwohl ich jetzt gar nicht so viel gemacht habe. Nur Salz, Pfeffer und diese Currypaste. Richtig, richtig toll. Schmeckt sehr intensiv. Für die Kinder ist es, glaube ich, zu intensiv. Da werde ich gleich die Soße nochmal so ein bisschen, bisschen harmonisieren, etwas milder machen. Und ich finde es aber richtig toll. Ich mag das ja auch mal, wenn das Essen mehr gewürzt ist. Die eingelegte Paprika ist sehr... Ja, sehr würzig. Daran wird es wohl auch liegen. Die hat wohl noch so ein bisschen würziges Ambiente reingebracht, aber richtig tolles Rezept. Muss ich mal wieder machen. So, es gibt leckere Bagels. Ich habe mir vorhin sowas zusammengeschustert. Ein paar leckere Cherry-Tomaten mit... Ja, Essig und Öl und Balsamico und das habe ich mir jetzt einfach auf einen leckeren, tollen Bagel getan, die ich im Bioladen gekauft habe. Habe ich aufgebacken mit so einer Art veganen Frischkäse und jetzt habe ich das da oben aufgetan. Ein bisschen Schnittlauch, ein bisschen Petersilie rüber und das sieht sehr, sehr gut aus. Hatte ich lange nicht, hatte ich jetzt mal richtig Lust drauf und ja, ich wünsche mir jetzt selber einen guten Appetit. Der Kaffee ist auch fertig. Ein Haferlatte entkoffeiniert. Und das ist mein bescheidenes Frühstück. Sieht ein bisschen armselig aus, aber schmeckt gut. Und mehr brauche ich jetzt gar nicht, ne? Man isst ja sonst auch eigentlich genug.
Ich kann mich echt glücklich schätzen. Ulla hat mir noch tatsächlich ein bisschen Petersilie übrig gelassen, weil die isst so gerne Petersilie und hat ihr alles weggemuffelt. Aber zum Glück kriegt meine tolle Veggie Bolognese noch ein Petersilien-Topping. Ja, was soll man machen, ne? Wenn der Hund wild nach Kräutern ist. Die isst sehr gerne Petersilie, Schnittlauch und Basilikum und so. Naja, ist ja egal. Soll sie es ruhig essen, aber ich bin froh, dass ich noch ein bisschen Petersilie habe. Ich habe mich zu wenig angebaut. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall mehr. Und ja, es ist eine tolle Veggie-Bolognese jetzt mit Rigatoni und vegane Mozzarella. Und diese vegetarische Bolognese, da ist so ein bisschen Linsen drin und Seitan. Und richtig, richtig lecker. Habe ich gezaubert und wir essen jetzt. Schon wieder Regen. Oh mein Gott, ich habe Stalldienst und muss mich hier mit dem Regen rumschlagen. Aber mein Regenmantel ist echt klasse. Ich bin so froh, dass ich mir den gekauft habe, weil jetzt ist man schwuppdiwupp einfach total gut geschützt und kann sich richtig hier einmummeln. Und ja, war eine gute Investition, weil ich dachte mir, wenn man schon in Norddeutschland wohnt, dann braucht man einen guten Reitregenmantel. Und wie gesagt, super bei der Arbeit ist der. Der ist total flexibel und der ist total atmungsaktiv. Und das Schiedwetter kann mir also nichts ausmachen. Ich habe jetzt ein bisschen was getrunken, weil ich bin ganz schön durchgeschwitzt. Und jetzt mache ich nochmal den Rest Heu. Also auf in den Regen! Richtig cooles Wetter. Ich habe gedacht, ich gehe zum Stalldienst, mache ein bisschen Stalldienst, reite schön aus. So Dauerregen hätte ich machen können. Aber die Wege sind so glitschig, weil es so lange so trocken war und jetzt so viel Regen. Es ist total. Habe ich auch gedacht, mal einen Tag Pause, Stalldienst und jetzt nach Hause lecker essen, weil ich habe riesigen Hunger. Mal sehen, vielleicht hat mein Mann ja gekocht, was ich nicht glaube, weil das passt nicht ganz. Weil ich glaube, heute hat er andere Sachen zu tun. Aber ich werde nach Hause fahren, mal gucken, was es zu essen gibt, was da vorbereitet ist oder auch nicht oder was ich gleich mir mache. Also, bis gleich. So, ihr Lieben, das ist mein Burger. Ein leckeres kleines Abendessen. So ein bisschen Reste essen. Ich hatte noch einen Burger-Bun und ich hatte noch ein bisschen veganen Mozzarella und ich hatte noch Salat, bisschen Tomate, ein bisschen getrocknete Zwiebeln. Und das ist jetzt ein absolutes schnelles Resteessen. Ich will jetzt auch noch schnell was essen, weil ich habe super Hunger. Die Kinder essen heute ein bisschen später. Und ich habe heute super viel zu tun gehabt. Und ehrlich gesagt, habe ich ganz viele Dinge gemacht, die nervig waren. Deswegen esse ich jetzt Burger. Ich esse in letzter Zeit häufiger Burger. Und der Burger-Bun ist auch so ein Dinkel-Burger-Bun. Das macht es vielleicht noch nicht gesünder, aber richtig lecker. Ich habe jetzt einfach Hunger und man kann halt nicht immer aufwendige Sachen kochen. Ich will euch einfach auch mal zeigen, dass es bei mir auch mal was Zusammengeschustertes gibt. Das ist so eine Art Resteessen. Ich habe einfach geguckt, was habe ich noch und das habe ich mir jetzt gemacht. Ich muss auch morgen unbedingt noch mal einkaufen gehen. Mal sehen, vielleicht nehme ich euch da auch mit. So, ein überragendes Frühstück. Es gibt wieder hier tolle Haferflocken. Diesmal habe ich es ein bisschen eingeweicht mit ein bisschen Zimt und Heidelbeeren und so ein bisschen Hafermilch. Richtig lecker. Es gibt noch einen Restmelone und einen Latte mit Hafermilch. Genau, entkoffeiniert wie immer. Und jetzt, ja, hau ich rein, würde ich sagen. Es gibt Essen. Mein Mann war so nett und hat mir aus dem Restaurant was mitgebracht, weil ich war heute beim Zahnarzt und ich habe überhaupt keine Lust, noch irgendwas zu machen,
weil wenn ich eine Betäubung bekomme, dann ist bei mir echt aus die Maus. Ich kann das nicht so gut vertragen. Deswegen habe ich jetzt auch überhaupt keine Lust, was zu machen. Deswegen habe ich kochen lassen ein veganes, leckeres Curry mit Erdnüssen, frischem Gemüse und Basmati-Reis. Perfekt, das Restaurant um die Ecke rettet mich. Und dann kann ich jetzt erstmal was essen. Mal sehen, wo ich kaue. Ich weiß es noch nicht. Zur Not muss ich mir das alles. Aber ich hoffe, es geht. So, mein Mann hat mir jetzt einen tollen kleinen Snack gemacht. Und zwar gibt es Cherry-Tomaten mit Mozzarella, ein bisschen Olivenöl und er hat da so ein bisschen Balsamico noch rüber gemacht und ein Kräutersalz. Und das werde ich jetzt erstmal zu mir nehmen. Ich weiß es gar nicht. Wir haben meistens so einen Fake-Mozzarella aus Mandelmilch, aber es gibt auch einen, der ist irgendwie, glaube ich, aus Reismilch. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen er benutzt hat, aber ist ja auch egal. Und ich mag diese veganen Mozzarella-Sorten eigentlich ganz gerne. Die schmecken alle wirklich sehr unterschiedlich. Es lohnt sich wirklich, so ein bisschen darum zu probieren. In den meisten Supermärkten gibt es ja meistens nur eine Alternative. In den Bioläden meistens so ein bisschen mehr. Und ja, ich finde die sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal mag ich sie auch nur mit Tomate zusammen. Oder wenn ich sie so einzeln probiere, mag ich den Mozzarella manchmal gar nicht so gerne. Aber ich finde mit Tomate, Olivenöl und so Balsamico und Salz schmeckt das manchmal dann völlig anders. Also müsst ihr mal ausprobieren, welche Sorte ihr da mögt, auf jeden Fall. Vielen Dank, das ist sehr, sehr lecker. So, ich hatte wieder so richtig Lust auf Tomaten-Bagel. Ich habe mir wieder einen Bagel aufgebacken und darauf so eine schnelle Bruschetta gemacht. Also Sherry-Tomaten, Kräuter, ein bisschen Johannisbeersaft, Essigöl, ein bisschen Balsamico, ein bisschen Kräuter gehackt. Und hier habe ich einen leckeren Mandellatte, diesmal ein bisschen kleiner ausgefallen, aber ich treffe mich gleich mit einer Freundin und dann trinken wir noch einen Kaffee, deswegen reicht so ein kleiner zum Aufwachen, entkoffeiniert zum Aufwachen, ne? Ich betone. Und das hier ist mein Bagel, richtig lecker, die finde ich richtig gut zur Zeit und momentan schmecken die Tomaten auch so richtig gut, finde ich. So, jetzt habe ich mir noch eben mal eine Johannisbeersaftschorle gemacht. Trinke ich immer zwischendurch ganz gerne. Und hier ist mein vorbereitetes Pesto. Das liebe ich. Das mache ich aber jedes Mal ein bisschen anders. Ein Rezept gibt es dazu auf meinem Kanal. Ich mache es aber, wie gesagt, jedes Mal ein bisschen anders. Mal sind Pinienkerne drin, mal Cashewkerne, mal sind da Walnüsse drin, mal sind da gar keine Nüsse drin, mal sind da Lauchzwiebeln drin, mal Petersilie, mal Basilikum und dann mal wieder keins. Also ich mache es immer so, wie ich das, ja, was ich so im Haus habe und wie ich Bock drauf habe. Und dieses hier ist auch so ein bisschen grober, das finde ich immer auch ganz klasse. Meine Kinder mögen das nicht so gerne so grob, aber ich schon. Und hin und wieder mache ich immer so ein kleines Glas, praktisch nur für mich. Und ja, das bereite ich mir jetzt vor, weil ich brauche jetzt ein schnelles Essen, ich habe Hunger. So, das ist das Pesto mit dem etwas gröberen Pesto. Das war noch so ein Rest, den hatte ich noch im Kühlschrank und daraus ist ein schnelles Essen entstanden. Linguine aus Dinkel sind das und ratzfatz fertig. Ideal, wenn man weniger Zeit hat und zurzeit wünschte ich mir, ich hätte irgendwie mehr Zeit zum Kochen oder mehr Ruhe einfach zum Kochen, um auch mal wieder ganz, ganz andere Gerichte zu machen. Aber wie gesagt, momentan sind es eher die zügigeren Sachen. Ich finde, die schmecken aber auch sehr lecker und wie ihr wisst, liebe ich Pasta. So, ich werde jetzt hier noch einen Apfel mitnehmen. Der sieht einmal ganz schön aus. Die sind echt lecker, sind riesig, finde ich. Aber so einen Apfel werde ich jetzt noch mitnehmen und den werde ich dann gleich schön knabbern. Ich komme gerade vom Stalldienst und es hat super lange heute gedauert. Ich war noch richtig kaputt. Und ich bin jetzt gerade noch am Wattcom vorbeigefahren, um mein Lieblings-Sushi rauszuholen, weil die haben richtig tolles Sushi. Und ich zeige euch mal, was die für mich praktisch vorbereitet haben. Und zwar ist das hier Tempura und ich werde es sogar hier im Auto essen, weil ich nämlich noch unterwegs zu einer Freundin bin. Und es sich gar nicht lohnt, nach Hause zu fahren. Ich aber super Hunger habe und das super lange nicht gemacht habe. Ich mache sonst immer mein Sushi selbst. Das hier ist Tempura mit Avocado, grünen Spargel und Spinat. Richtig, richtig toll. Und hier einmal rüberschwenken. Hier sind ein paar Avocado-Makis und nochmal Tempura. Richtig, richtig toll. Und jetzt werde ich hier das Sushi mal probieren. Richtig, richtig klasse. Ich meine, zu Hause essen ist gemütlicher. Aber irgendwie ist es auch lustig, im Auto zu essen. Und normalerweise stehe ich nicht so auf Tempura. Aber das hier finde ich wirklich cool. Aber bestellen tut es eigentlich sonst nie beim Lieferservice. Aber hier mag ich das Tempura total gerne.
ist irgendwie anders gemacht. Ich weiß nicht wie. Ja, ich liebe Sushi. Ich komme nicht drüber hinweg. Wie gesagt, wenn ihr Sushi selber machen wollt, schaut mal hier oben. Verlinke ich euch mein Video. Ich mache Sushi super gerne selbst, aber ich liebe es auch, wie gesagt, ich liebe es auch wirklich, mal mir was zu essen rauszuholen oder meinen Mann mal kochen zu lassen. Ich finde es einfach mega schön, wenn das auch mal andere für mich machen, gebe ich zu. Also, ich werde jetzt nochmal aufessen. Mir nochmal so einen Avocado-Maki schnappen. Ja, dann. Ja, und dann möchte ich meiner Freundin flitzen. Und dann werden wir das machen, was wir uns vorgenommen haben. Und das wird bestimmt schön. Yummy! Essen ist doch immer wieder gut und ich glaube, ich mache mir demnächst eine warme Kürbissuppe. Meine 6 tollen E-Books findest du unten natürlich in der Videobeschreibung. Dort gibt es richtig tolle Rezepte. Ja, und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu betätigen, um kein Video zu verpassen. Also, wir sehen uns demnächst in meinem neuen Video. Lass es dir gut gehen. Bis dahin. Tschüss und bis bald.